Was für ein Anfang bei Lara Croft Tomb Raider. Jo. Ich weiß jetzt, was ich zu Der tun Wind habe. Hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Muss aber erstmal warten, bis der Wind aufhört, nämlich jetzt. Könnte das Charles Blitzaxt sein? So, wir müssen das jetzt mit dem verbinden. Oh nein! Okay, da wurde ich jetzt runtergeweht. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Jetzt müssen wir warten, bis das wieder da ist. Und zwar jetzt. Könnte das Charles Blitzaxt sein? So, jetzt würde ich schnell wieder zurücklaufen. So, jetzt wird das sich drehen, dann wird diese Tür runtergehen, so wie jetzt. Und ich knote sie hiermit fest, damit sie auch offen bleibt. Und dann geht das so, wie ich schon dachte. Also ich ziehe das jetzt zu mir ran. Nehme es als Windschutz. Oh, war das knapp. Oh ja, ja, das war knapp. Springe dahin und hab's geschafft. Also doch schon wieder so halb ähnlich, wie ich vorhin dachte, aber nicht ganz so. Boah, ich Der bin Schild ist weg. Froh, dass es wieder leiser Jonah. Ist. Lara, was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay. Ich suche danach. Toll. Ist noch nicht zu Ende. Yay. Cool. Hat sich gelohnt, das zu machen. Es ist also doch zu Ende. Ah ja, krass. Heilige Scheiße! Ach du Scheiße, ich sag auch heilige Scheiße. Es wird nicht besser. Ein Scheiß nach dem anderen. Scheiße. Das war zu knapp. Ja, sie sagt es auch. Scheiße. Wahrscheinlich kommt jetzt auch gleich wieder der Wind. Nachher werde ich noch von der Wand geschleudert, was weiß ich. Wahrscheinlich jetzt abseilen. Ja, hier sieht man schon wieder das Weiße. Und dann da hinspringen. Mal gucken, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Also, so lahm wie sie gerade läuft, eher nicht. Da muss ich nochmal weiter runter. Geht nicht, okay. War klar. Aber irgendwie kam sie nicht richtig in Schwung. Das war das Problem. Nicht, dass man da jetzt auch noch auf den Wind achten muss. Ich weiß es nicht. Und los. Ja, jetzt gehen wir ruhig ein bisschen weiter nach unten. Okay, mehr geht nicht. So, das nächste Mal springe ich jetzt. Okay, noch mehr. So, jetzt runter. Und jetzt. Bam.
So, jetzt noch einmal hier hin. Und jetzt. Mann! Und schon ist das Spiel wieder scheiße. Ey, schon willst du mich wieder verarschen, oder was? Aber jetzt müssen wir mal überlegen. Ich werde dann die ganze Zeit das D halten. Und dann werde ich einfach springen, ohne irgendeine Taste zu halten, oder? Ja, jetzt habe ich auch einfach nur das D gehalten und bin gesprungen. So. Jetzt das nächste Mal. Ja. Okay, manchmal verstehe ich nicht, was da dann weit genug ist und was nicht. Boah, endlich ein bisschen Stille. So, so, vorsichtig, vorsichtig. Ja, jetzt entschärft doch mal die Falle, danke. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ist ja nicht schlimm. Also was passiert irgendwie immer. So, jetzt müssen wir hier lang. Und wieder eine Kletterpartie. Boah, hier ist hoffentlich windstill. Aber sieht so aus, ob wir hier langsam raus sind oder ist das jetzt noch tiefer in den Berg? Okay. Ja, genau so läuft das. Jetzt abseilen oder was? Okay. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, so auf jeden Fall nicht. Weiter runter. So, jetzt. Ja, man muss schon hier rechte Maustaste auch gedrückt halten dabei. Ja. Aber auch nur, weil das jetzt weiß war, wusste ich, dass man da irgendwie lang muss. Und es halt nach oben nicht weitergeht. Boah, die kann echt froh sein, dass die dünn ist und durch diese Spalten durchpasst. Oh, ich bin voll geregnet worden. Okay. Habe nichts verstanden. Ja, ich würde jetzt erstmal hier hingehen. War, glaube ich, richtig. Ah, okay, gut, dass ich hier noch lang gegangen bin. So, wo kann man noch lang gehen? Kann man da eigentlich 100% schaffen, nur wenn man alle hat, ne? Wahrscheinlich. Ist nicht so, dass man mindestens so und so viel braucht. Aber kann man die Sachen denn nochmal machen? Falls man das jetzt nicht schafft.
Ach du Scheiße. Kann ich mich da irgendwie verstecken? Schmutzig machen? Also, das war... Eigentlich mit diesem lautlos Kill war schon geil. Oh, Scheiße. Okay, stellt euch einfach vor, ihr spielt dieses Spiel gerade und plötzlich erschreckt euch jemand so richtig von hinten. Und gerade war ja auch noch ein Gegner hinter mir. Du denkst, der Gegner ist hinter dir. Das ist so schlimm. Oh, sorry Leute für das, ich konnte nicht mehr. Das war echt schlimm. Also, das ging gar nicht, ehrlich gesagt. So, was mache ich jetzt? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt würde ich eigentlich gerne zum nächsten gehen. Den nächsten. Lautlos killen. Geschmack. Oh, Scheiße, Scheiße. Ey, eine. Hallo, ich will mich heilen. Neue Variante. Ganz hoch gehen und von da aus alle töten. Und wenn die hochkommen, kommen die hoch. Ist mir egal. So, wie kann ich von hier noch höher gehen? Ich könnte hier lang gehen, ohne dass sie das sehen. Und hoffen, dass sie das nicht sehen. Jetzt haben die das gesehen. So, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann ich da einfach hingehen, ohne dass... Können die mich einfach in Ruhe lassen? Bitte. Ach, das ist doch scheiße. Ich will Harry Potter spielen. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Aber irgendwie macht es mich trotzdem so ein bisschen schon süchtig, dass ich es auf jeden Fall weiterspielen möchte. So, jetzt schön erstmal in Schlamm. Also hier erstmal die Leiche präparieren. Dann schön im Schlamm. So, dann hier hoch. Den Typen töten, das war ja bisher kein Problem. Das Problem, wenn ich einen von denen töte, sehen die das. So, jetzt töte ich erst den da hinten.
Jetzt den nächsten. Scheiße, das wird schon wieder nicht funktionieren. Ah, tot. Wusste ich gar nicht, dass ich das auch hab. Wie kann ich das denn jetzt nicht hinbekommen haben? Aber ich habe jetzt eine Idee. Ich knall die einfach mit einer Waffe ab. Ich dachte, ich hätte den Kackbogen. So, jetzt knall ich natürlich die hier oben auch ab. Okay, die kommen recht schnell. Das heißt, ich muss aufpassen. Also ich muss sie von irgendwo anschießen, wo ich hoch bin. Und wo die nur von einer Richtung kommen können. Okay, da kann sie nicht hoch. Mist. Wo muss ich denn hin? Oh toll, das hat auch nicht funktioniert. Also es war eigentlich schon die beste Idee, so. So. Die Waffe, jetzt einschlammen. Hier hoch und den lautlos killen. So bin ich bisher am besten gefahren. Vielleicht sollte ich die anderen unten erst lautlos killen. Das sind so viele, die kommen zu schnell. Gehe jetzt hier hoch, kühl den und dann gehe ich wieder runter. Kann ja jetzt eigentlich auch mehrere lautlos Kills. So, jetzt gehe ich wieder runter. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, das hat auch funktioniert. Aber auch das haben sie jetzt entdeckt, die guten Leute. So, wo sind die jetzt?
Ah, das war aber schon besser. Aber wo kommen die her? Und kommen die unendlich oft oder sind die auch mal zu Ende? So, jetzt ein Schlamm. Jetzt hoch. Den töten. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt hier runter gehen wäre dumm, weil die sehen mich eventuell. Jetzt den töten. Ah, oh, jetzt hat schon wieder jemand gesehen. Das ist doch scheiße. Ich kann nicht so schnell nachladen, das ist... Okay, nachdem ich die ersten getötet habe, sollte ich eher mal nachladen. Aber egal, der Weg war schon okay. So, jetzt hier lang. Den umnieten. Ja, davon kann ich keine herstellen, das ist das Problem. Boah, wie oft will ich denn da noch sterben? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Ich mache jetzt weniger auf Offensiv, weil wenn ich kämpfe, habe ich keine Chance. Ich mache jetzt hier noch eine Bombe draus. Das heißt, wenn die den finden, untersuchen die den. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und irgendwie sehen die mich gar nicht. Wenn die jetzt wieder auf ihre Posten gehen. Nein, ich wollte mich heilen. Ach, das ist doch scheiße, letzter Versuch. So, jetzt versuche ich hier oben und dann versuche ich einfach vorne durch. Wird auch nicht funktionieren. Gucke ich mir dann wieder an, wie irgendwelche anderen Leute das machen und dann werde ich es vielleicht hinkriegen. Sassi Ludic Kosse Tulakal Kujilik.
Toll. Die sind halt zu schnell da. So, vielleicht sollte ich aus dem Dreck eine Bombe basteln. So, einschlammen. Und weiter geht's. Jetzt den töten. Jetzt mache ich doch die da oben. Aus dem eine Bombe basteln, falls sie das dann irgendwann mal entdecken. Jetzt kommt einer runter. Das heißt, ich komme nach oben. Also hoch. Gesundheit nehmen. Hier lang gucken, wen kann ich töten. So, tot. Ach man. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch. Vielleicht einfach durch den Kopf schießen. Vielleicht sind sie dann direkt tot. So lautlos Fall gegen den Kopf. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich die da abgelenkt. Warum bin ich jetzt tot? Was hat mich getroffen? Egal, das war schon der beste Versuch. Und wenn ich den Part jetzt beende, schaffe ich es im nächsten Part. Bis dann, ciao.